Hallihallo und willkommen zurück hier am Samstagmorgen zum Forst- und Industriegigant-Projekt. Wir sind jetzt hier mit unseren Papier- und Leerpaletten am Global Market angekommen und werden das Zeug jetzt einmal kurz hier reinschmeißen. So, müssen wir einmal kurz hier abhängen. Das Spielchen kennen wir ja schon. So, und dann kann der jetzt endlich hoch zum Sägewerk, weil wir da umkoppeln müssen und gleich Holz fahren müssen. So, aber vorher machen wir mal ein bisschen Geld. Ja, Papier 41.000, Paletten 31. Ja, komm, verkaufen wir. So, sind wir bei 130.000 Euro. So gefällt mir das doch. So gefällt mir das. So, der Waltra ist hier oben angekommen. Das ist gut. Weil dann können wir jetzt einmal Hackschnitzel fahren. Erstmal die aus der Produktion. Also aus dem Sägewerk direkt. Ich weiß gar nicht, haben wir im Holzhacker auch noch was drin? Müssten wir gleich mal schauen. So, während der hier belädt, gucken wir mal kurz hier rüber. Ja, ein bisschen ist noch da, ein bisschen ist noch da. So, dann würde ich sagen, wir fahren da gleich mal rückwärts rein und machen den Kipper einmal voll. Und wir können uns ja wirklich schon mal überlegen, wo denn die Reise hingeht mit nächster Produktion. Ich meine, wir hatten, glaube ich, schon mal gesprochen. Entweder war das nicht Zuckerrüben? Nee, die Pellet-Geschichte wollten wir, glaube ich, machen. Die Pellet-Geschichte. Jetzt lass uns einfach mal gucken, was die kostet. Die ist hier 240.000. Ja, gut, die Kohlezeche war ja zu teuer, wenn mich nicht alles täuscht. Und sonst alles andere, ich weiß gar nicht. Ja, Raffinerie, Zuckerfabrik, das wären zwei in einen für 366.000. Da müsste man aber mal gucken, was wir da brauchen und wie und was da rauskommt. Das muss ich mal nach der Aufnahme gleich abchecken, ob das vielleicht auch eine Option wäre. So, kommen wir da vorbei an dem Unimog. Oh, das wird eng. Aber doch, das müsste wir doch hinbekommen. Ich will jetzt nicht da extra umsteigen und den umparken. Ja, guck mal, passt doch. So. Dann holen wir gleich noch eine Fuhre und kippen die da rein. Weil wir müssen jetzt eh warten, bis der Kollege Iveco hier oben ist. Das kann noch ein wenig dauern, schätze ich mal. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall Holz laden und das gleich zur Papierfabrik runterbringen. Ups, so. Danach könnten wir eigentlich mit dem hier Kalk fahren. Das wäre doch auch noch eine Möglichkeit. Das heißt, Wasserwerk, Kalk, Schüttgut. Ja, guck mal, der Rest ist sogar noch perfekt eingestellt. Dann können wir das da gleich ja, in Auftrag geben, sozusagen.
So. Ja, vom Iveco ist noch keine Spur zu sehen. Ne? Ah, jetzt bin ich, muss ich hier außen rumfahren. Ja. Diese Bretterabfalldinger, die müssen wir auch mal. Ja, wir können die eigentlich einlagern. Weil ich, die würde ich doch gerne aufheben, so lange, bis wir dann doch irgendwann mal die Kohleproduktion uns leisten können. Weil da brauchen wir das Zeug dann na klar auch wieder. Komm, dann lass uns das mal, ups, vollkommen unrealistisch von Hand machen. Oder wir warten auf den Iveco. Ich glaube, das geht eh schneller. Das heißt, wir können aber gleich mal im Sägewerk gucken. Da dürften ja auch noch einige Bretterabfall. Guck mal. Da können wir die auch gleich noch raus. Und dann passt das auch. So, wo ist der Iveco? Ja. Wenn man vom Teufel spricht, ist er auch da. So, dann laden wir das Zeug nämlich einmal schnell hier komplett auf. Zwanzig Paletten. Oh, da liegen sogar noch ein paar mehr. So, guck mal, 26. So, dann müsste das doch eigentlich genauso wie am Global Market gehen, wenn wir uns da drauf stellen. Das heißt, wir laden die einmal ab. Ja, komm mal, geht weg da hinten. Perfekt. So, dann warten wir mal, bis das Zeug hier alles da drin ist. So, hier müssen wir wieder einmal abkuppeln, damit das alles rein läuft. Perfekt. Da guck mal, den Anhänger können wir auch gleich hier stehen lassen, weil wir ja Holz fahren müssen. Ja. Wir brauchen den Holzanhänger. Wir brauchen den Holzanhänger. Und ab in den Wald. Und danach zur Papierfabrik. Die werden wir wirklich einmal komplett jetzt vollknallen mit Holz. Weil wir haben gesehen, das Papier bringt gutes Geld. So, wir müssen mal gucken, nach rechts switchen, das Autoload. Dann einmal aufladen, bitte. Ah, da haben wir aber bis jetzt gut gearbeitet. Es ist bis jetzt nichts, wo nicht aufgeladen werden konnte. Also sprich, wo irgendwelche Ästchen dran sind. Wobei die wollen jetzt hier nicht, die beiden. Oh doch. Der eine zumindest geht dann doch mit. So. Ja, das reicht.
Wir müssen es ja nicht übertreiben. Dann kann der Kollege nämlich auf die Reise gehen. Ach ja, wir wollten ja noch den Waltra auch losschicken. Der war ja noch vorhin beim Abladen von dem Hackschnitzel. Da müssen wir gleich mal dahin. Oh, hat das nicht alles reingepasst? Ja, gut, dann kommt der Rest ins Lager. Dann kommt das ins Lager hier und danach kann der losfahren. So. Wasserwerk Kalk, Schüttgut Kalk passt. Und tschüss. Mach's gut. Und wir können ja Holz machen. Unsere Lieblingsbeschäftigung. Aber es ist halt auch im Moment noch unsere Haupteinnahmequelle. So, aber wir können mal hier Auto Drive das Fenster wegmachen. Das brauchen wir eh nicht hier. Das brauchen wir höchstens, wenn wir den Komatsu irgendwann mal verkaufen werden. Ich bin nämlich schon am gucken, ob wir nicht irgendwo einen anderen Holz Vollernter finden, wo wir 12 Meter Stämme mit produzieren können. Da muss ich mal noch ein bisschen gucken. Ich weiß, dass es welche gibt. Ich weiß auch, dass die eigentlich nicht in unserem Budget sind. Aber vielleicht ja, gucken wir einfach mal. Ich denke mal, in der nächsten Woche werde ich da was gefunden haben. Und dann können wir uns die ganze Geschichte mal angucken. Weil wenn ich jetzt gucke, wir machen hier aktuell aus den Bäumen, wir machen ja 8 Meter Stücke. Das heißt, das sind 8 Meter. Das sind 16 Meter und ein bisschen was. Und wenn es 3 mal 8 wären, wären es 24. Bei 12 wären es dann eben 2 Stücke. Also da würde sogar kein Rest übrig bleiben. Und wir könnten na klar wesentlich mehr Holz auf einmal mit unserem Transporter fahren. Und das ist eigentlich der Sinn, warum ich das überlege. Ich meine, der Komatsu hier ist schön und gut, aber da brauchen wir irgendwas anderes. Wir sollten vielleicht, oder wir können, warte mal, lass uns mal gucken, was würde der denn noch bringen, wenn wir den verkaufen? Da, 352.000, das ist gar nicht mal so wenig. Vielleicht gibt es ja einen guten, günstigen Mod. Ups, halt. Und da wir ja eh, wenn wir den runterbringen zum Shop, gibt es ja noch mal ein bisschen mehr Geld. Also lassen wir 390.000 sein. Boah. Könnte ich mir gut vorstellen, dass wir uns da vielleicht was anderes zulegen. Und wenn es ganz dumm läuft, dann mieten wir erstmal. Weil wir werden das jetzt einfach so machen. Mal gucken, wir haben jetzt noch ein paar Minuten übrig. Wir werden in der morgigen Folge, werden wir den Kollegen hier schon mal Richtung Händler schicken. Wir machen jetzt noch mal in die letzten 5 Minuten kräftig Holz, damit wir da einigermaßen safe sind.
Oh, der Iveco ist angekommen. Ja, da komme ich gleich rüber. Damit wir da einmal ausladen können. Was? Da ist er. Tipp, 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 tipp. Ich muss mal gucken. Ich muss auf die Seite rüber. So, und dann heißt das für dich wieder zum Sägewerk. Jetzt gucken wir gleich mal, was oder wie viel diese eine Ladung hier ist. Das heißt, wir müssen einfach gucken, wie viele Ladungen brauchen wir hier, damit das Sägewerk voll wird. So. Einmal hier raus. Und dann. Nein, nicht das Sägewerk. Was sag, rede ich hier schon wieder vom Sägewerk? Papierproduktion. Papierproduktion. Das waren 77.000. Also wir bräuchten noch zwei Anhänger voll. Gut, das heißt, wir machen noch 2 Minuten Holz. Es liegt zwar schon einiges jetzt hier, aber mehr ist besser. Mehr ist besser. Ich muss mal gucken, dass ich mir hier so ein paar Funktionen von dem Ernter auf das Lenkrad mal lege. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. So die Kransteuerung so ein bisschen, so wie ich es auch für einen Frontlader habe, müsste man da eigentlich auch machen können. So. Ups, nicht so weit, nicht so weit. Dann können wir nämlich am Sonntag, also morgen in der Folge, wieder schön aufräumen hier. Das passt doch auch. Die ganzen Baumstümpfe wegmachen, das Holz abfahren. Ja, gut, da kommen wir jetzt nicht drüber. So, dann machen wir da noch ein bisschen was jetzt schnell weg. Den hier noch. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir erst einmal Feierabend hier. Ich tue, glaube ich, gleich noch ein paar mehr Bäumchen offline fällen. Und dann sehen wir uns morgen früh um 10 Uhr wieder. Nächste Folge. Und dann, ja, gucken wir mal, was wir noch so anstellen werden hier. Also macht es gut, bleibt gesund und tschüss.